Ich weiß übrigens zufällig, dass Liliana einen Nack, eine Nack oder einen Nack als Haustier kriegen kann. Und ich weiß zufällig auch, wo man die kriegen kann. Janar Rüstungsschmiede. Na, gucken wir mal. Jaina! Willkommen in der Rüstungsschmiede der Familie Jaina. Ihr seht wirklich genauso aus, wie man es sich vorstellt. Sucht ihr einen neuen Panzer? Wir bei Jaina haben von Leder bis Platin alles. Wisst ihr etwas darüber, was mit dem König geschehen ist? Aus der Politik halte ich mich raus. Ein Schmied sollte nicht bei denen auffallen, die die Gewerbescheine ausstellen. Ach so. Lord Harrowmont ist ein aufrechter Mann. Mein Vater hat schon Geschäfte mit ihm gemacht und er hat immer pünktlich bezahlt. Aber die Edukins haben uns gut gedient. Wenn die Ahnen sie auf dem Thron haben möchten, kann ich dagegen nichts einwenden. Gehört ihr zur Schmiedekaste? Ja, schon seit 100 Generationen. Mein Vater ist berühmt. Er hat eine Schenkeldecke erfunden, die bereits in den Kyras eingearbeitet ist. Aber eurer Miene nach zu urteilen, seid ihr selbst kein Schmied. Das stimmt. Ihr habt doch die Tochter namens Dagna, oder? Ja, hat sie euch belästigt? Sobald sie den Gestank der Oberfläche riecht, lässt sie nicht mehr locker. Wie eine Klette. Ich möchte ihr bei ihrem Studium der Magie behilflich sein. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Wenn Dagna zur Oberfläche geht, verliert sie ihre Kaste und kann in Orsama nie mehr arbeiten oder heiraten. Zwerge sind nicht magiebegabt und Dagna weiß das. Es ist nichts als ein hartnäckiger Kindheitstraum. Bitte schickt sie zurück, wenn ihr sie seht, damit ich sie zur Vernunft bringen kann. Bitte ermutigt Dagna nicht länger. Sagt ihr, ihr hättet euch geirrt und ihr Platz sei bei ihrer Familie. Dann zeig doch mal her, was natürlich. Du da so vergesst an Waren nicht, hast. Wir tauschen auch. Ja, ist natürlich. Schwerer Zwergschelm, Steinbrecher, 11 Gold. Mensch, ist echt teuer, was die hier alles haben. Großer zwergischer Rundschild, schwere zwergische Rüstung. Massive Zwergenrüstung. Der Lederhelm kann weg. Und die Kunari-Belagerungshandschuhe können weg. Die behalten wir erstmal noch. Der Gürtel eines Dellisch-Jägers. Mal gucken, ob wir noch gebrauchen können. Ansonsten haben wir nichts zu verkaufen. Ich gehöre euch. Oh, wie lieb. Ein paar Wundumschläge stellen wir uns mal her. Weil die uns allmählich ausgehen. Und hier ist noch eine Wandschnitzerei. Genau so wird es geschehen. Das Leben in Orsama. Auf zum Ständeviertel. Dagna. Ihr seid zurück? Aber die Reise zum Turm des Zirkels dauert mindestens 2 Wochen und 4 Tage. Ihr seid vermutlich noch nicht abgereist. Euer Vater will nicht, dass ihr zum Zirkel geht. Ihr habt mit ihm gesprochen? Natürlich lässt er mich nicht gehen. Er will mich an den Höchstbietenden verschachern. Es ist mir egal, ob ich kastenlos werde. Ich bleibe für immer an der Oberfläche. Warum seid ihr denn so an der Magie interessiert? Hier in Orsama gibt es nur Stein und Tradition und noch mehr Stein. Nichts verändert sich. Aber Naturgesetze durch die Kraft des Geistes zu brechen, träumend eine Welt zu durchwandern, in der jeder Gedanke Wirklichkeit wird, was könnte es Schöneres geben? Ich werde Orsama auf jeden Fall erst verlassen, wenn die Wahl abgeschlossen ist. Ich habe 19 Jahre gewartet. Da bringt mich noch ein Monat auch nicht um. Zurück? Aber die Reise zu... Ihr seid vermutlich noch nicht abgereist. Was soll ich nochmal für euch tun? Im Zirkel sagen, dass...
Ich weiß, Sie nehmen normalerweise... Ich würde alles dafür tun. Boden schrubben, Kleidung flicken. Ich will nur ganz ruhig hinten im Klassenzimmer sitzen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Ich werde warten. Ja, keine Sorge. So. Schauen wir uns erstmal hier die Stadt des Staubs an. Ruppe sammeln, weiterziehen, rein da. Jeder zusätzliche Rang der Kampftaktikfähigkeit erhöht die Zahl der verfügbaren Taktik-Slots eines Charakters. Ach so. Da streiche ich mir erstmal mein kleines Franzosenbärtchen. Wir sind. Ups. Zur Unterhaltung. Ja und nö. Staubschlacht Gangsterboss. Ach, das sind die ihre Rappen gleiche bestimmt. Die Gangster. Ach, jetzt will schon wieder jemand Ärger machen. Okay, Kampfrausch. Warum kriegen wir eigentlich permanent auf die Fresse? Und Liliana, warum stehst du eigentlich als Bogenschütze so weit vorne? Der Hauptmann wollte Ordnung und wir schaffen Ordnung. Und Gegenschlag. Warum werden wir eigentlich immer von allen verprügelt? Kann mir irgendjemand das erklären? Und wie machen die das? Lederstiefel, Schutt, Kodex-Eintrag, die Kastenlosen, Speichern, Rogek. Wer seid ihr? Ihr seht nicht wie eine Wache aus und das ist keine offizielle Uniform. Ich bin Neven, ein grauer Wächter. Oh. Ihr sucht eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Dann habe ich vielleicht etwas für euch. Insbesondere, wenn ihr an der Oberfläche ein paar Verbindungen habt. Ich möchte erst hören, was ich tun soll. Nichts für ungut, aber eure Könige haben Gesetze, die in einer praktisch orientierten Welt nicht sinnvoll sind. Zum Beispiel, wer Lyrium kaufen und verkaufen darf, dieses heilige Geschenk des Steins an uns. Kein Gesetz sollte das regeln dürfen. Die Gesetze sollen die Magier von dem Zeug fernhalten. Deshalb gibt es im Turm des Zirkels immer Abnehmer. Mein Kontaktmann heißt Godwin. Er erwartet eine Lieferung. 15 Pfund. Wenn ihr investieren wollt, könnte ich stattdessen euch das Lyrium verkaufen. Zu einem vernünftigen Preis. 50 Sovereigns. Ihr könnt es behalten oder, weil ihr ungehindert abreisen könnt, Godwin verkaufen. Der wartet ohnehin darauf. Und wenn ihr seine nächste Bestellung bringt, zahle ich euch 20 Sovereigns als Finderlohn. Wie wäre das? Es muss natürlich gefährlich sein, wenn ihr so viel bezahlt. Für jemanden wie euch eher mehr, vermute ich. Die meisten hier unten geborenen Zwerge sind von Natur aus immun. Andere Rassen sollten nicht zu lange Kontakt mit dem Erz haben. Es geht doch darum, dass Lyrium wertvoll ist. Es kommt nur hier unten vor und die Magier der Menschen können ohne nicht arbeiten. So viel Geld habe ich nicht. Solange ihr den Blick senkt und den Mund haltet, haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Ich glaube, ich hatte sogar den Schmuggel mitgemacht. Kann man mit dem
Aber mit dem Sprechen geht auch nicht mehr. Das heißt, das ist, die Quest ist jetzt tot, weil wir einmal mit man kann nicht genug Geld hatten. Ist ja zum Kotzen. Anweisung der Versammlung. Aber selbstverständlich. Ach, der Schlüssel zur Stadt. Untätiger Zwerg. Eure Kleidung ist sehr schön. Habt ihr sie von der Oberfläche? Ich bin Evan. Schön, dich kennenzulernen. Meine Mama sagte immer, an der Oberfläche haben sie keinen Stein, der sie schützt. Wenn ich raufgehe, stürze ich in den Himmel. Du musst dich nur mit den Füßen gut festhalten. Nun, mein Papa ging rauf und kam nie zurück. Wer sagt, dass er nicht reingestürzt ist? Ich muss jetzt gehen. Stürzt nicht in den Himmel, wenn er wieder raufgeht. Hä? Ja? Warum hängt jemand wie ihr ständig in der Stadt des Staubs herum? Es geht offenbar nicht. Warum geht das nicht? Stürzt nicht in den Himmel, wenn er... Warum geht das nicht? Bei dem Typen, der hätte uns jetzt eine Nackt beschaffen können, die wir Liliana hätten geben können als Haustier. Kann ich euch irgendwie helfen? Was ist über diesen Ort? Weitläufiger... Das alles und mehr habe ich gehört, aber nichts hat mich auf den tatsächlichen Anblick vorbereitet. Über was anderes? Kann ich euch irgendwie helfen? Über etwas reden? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Nichts, schon gut, naja. Schade, ich dachte, wir könnten Liliana einen Nack schenken. Zerlinda. Eine Gabe für die Bedürftigen? Habt ihr eine Münze übrig, Herr? Für meinen Sohn. Er ist krank, hat keine sauberen Sachen und nichts zu essen. Und ich auch nicht. Sucht euch Arbeit. Warum hilft euch der Vater eures Sohnes nicht? Das frage ich mich auch jeden Tag. Er war ganz erpicht auf ein Mädchen, das ihm Zugang zur Minenkaste verschafft. Aber seit der Geburt des Jungen habe ich nichts von dem Kerl gesehen oder gehört. Und ich bin auf der Straße und darf nicht zurück, außer... Aber nein, daran mag ich nicht mal denken. Was? Was ist denn los? Mein Name ist Zerlinda. Ich war nicht immer so. Ich gehörte zur Minenkaste. Wir waren nicht reich, aber ich musste nie hungern. Jetzt ist alles fort. Es ist meine Schuld und ich kann nichts tun, um es wieder gut zu machen. Was ist geschehen? Ich habe mich verliebt. Er war exotisch, hart und klug und musste niemals vor jemandem den Kopf beugen. Er war kastenlos. Und heute weiß ich, dass er nur der Vater eines Kindes mit Kastenzugehörigkeit werden wollte, um einen höheren Status zu beantragen. Boah. Aber unser Kind war ein Sohn, kastenlos wie sein Vater. Meine Eltern haben mich verstoßen und mir das Kastenrecht entzogen. Außer ich setze das Kind in den tiefen Wegen aus und gebe vor, ich hätte ihn nie geboren. Moment mal, wenn ihr eine Minenarbeiterin seid, warum ist euer Sohn dann kastenlos? In Orsama richtet sich das nach dem Geschlecht des Kindes. Wäre mein Baby ein Mädchen, würde sie zur Minenkaste gehören wie ich. Aber als Junge gilt mein Sohn als ewig verderbt durch die Saat seines Vaters. Das ist echt scheiße. Ich kann mein Baby nicht aussetzen. Die Bewahrer lehren, dass nur Kinder mit Stammbaum überhaupt existieren. Kastenlose aber nicht. Sie haben nie ein Kind geboren. Er weint wie jedes andere Baby und lacht, wenn er satt ist. Ich kann ihn nicht wegen eines Zufalls töten, zumal ich für das alles verantwortlich bin. Nein, das werden wir nicht machen. Wir werden... Ich bringe die Familie zur Vernunft. Was würdet ihr tun? Aber weshalb? Ich habe gehofft, ihr gebt mir einen Grund. Nein, wir sind kein Schwein und kein Arschloch. Ich sehe ungern ein Kind leiden. Einem geschenkten Wächter schaut man nicht ins Maul. Na, ich sehe ungern ein Kind leiden. Ich kann euch gar nicht genug danken. Aber ich warne euch. Mein Vater ist sehr halsstarrig. Er heißt Ordell und ist abends meist in der Schenke. Ich glaube nicht, dass er auf euch hört. Aber ich werde warten, ob ihr eure Zusage einhalten könnt.
Ach was, wir geben dir einfach kurz mal die Bud Spencer Gedenkschelle, dann klatscht er über den Tresen, reißt 10 Tische mit sich und bringt 4 Leute dabei um und tja, schon bist du da, hast du in der Kaste drinne. Nadesta. Na sowas. Nadesta sieht hier in der Stadt des Staubs nicht oft einen gut angezogenen Fremden. Helft ihr einer Verkrüppelten? Wie wär's mit einem Tritt ins Gesicht und nochmal fragt, Alter. Hier sind 5 Silberlinge. Kauft euch was zu essen. Habt vielen Dank, Herr. Das ist sehr nett von euch. Nur jemand von draußen bemerkt, wie schlimm es hier wirklich ist, was? Kein Zwerg rührt auch nur einen Drecksfinger. Verzeiht meine Ausdrucksweise. Was führt euch aus dem Diamantenviertel hierher? Habt ihr ein Laster, bei dessen Befriedigung die alte Nadesta euch behilflich sein kann? Wie wurdet ihr verkrüppelt? Ein Unfall, sage ich immer, damit die Leute Mitleid haben, aber ihr wollt vermutlich die Wahrheit wissen. Natürlich. Ich trieb Schutzgeld für die Karte ein, als einige Wächter mich erwischten. Mein Partner konnte sich freikaufen, aber ich musste kämpfen. Die Wachen haben mir meine Kniescheiben zertrümmert und mich im Dreck knien lassen, bis ich alles entzündet hatte. Es ist nie richtig geheilt. Kamen Sie damit einfach so durch? Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber in Orsama haben Kastenlose keinen Stammbaum und können gar nicht das Opfer eines Verbrechens sein. Wir werden in Orsama gezeichnet geboren und verbringen unser ganzes Leben in der Stadt des Staubs. Was meint ihr mit gezeichnet? Es heißt, dass ihr nicht existiert. Jeder sieht sofort, dass er nicht mit euch arbeiten darf, euch nicht bedienen und dass euer Schmerz bedeutungslos ist. Die Lords brennen uns das Zeichen am Tag unserer Geburt ein, damit niemand versehentlich seine Befugnisse überschreitet. Und wo kann man sich hier ordentlich betrinken? Wenn ihr Geld habt, Zalroka, dann trinkt ihr nicht, was es hier zu kaufen gibt. Geht in die Schenke. Solange euer Gesicht nicht gezeichnet ist, bekommt ihr dort alles, was ihr wollt. Ich sollte gehen. Dann gehe ich euch einfach aus dem Weg. Orsama ist ein ganz schönes Drecksloch. Alimas Laden. Also irgendwie gefällt mir die Kultur, die Zwerge hier haben, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Das ist ganz schön mies eigentlich. Alima! Wonach macht Döner! Leuten wie euch verkaufen wir nichts. Oder habt ihr etwas anzubieten? Das sieht gar nicht wie ein Geschäft aus. Nun, unser Geschäft ist eher unter der Hand, wenn ihr versteht. Es ist in Orsama verboten, geschützten Handel zu betreiben, aber sie tolerieren es, dass ich Dinge mit meinen Freunden teile. Gegen Geld. Oh, ich habe überzählige Ausrüstung. Was gibt ihr mir dafür? Seht's euch doch mal an. Oh, Moment mal. Lyriumstaub nehmen wir mit. Für Lyriumtränke. Rezepturen, Frostbombe, verbesserte Gifterstellung, Krähengift, Otterkuss, Eisbeschichtung, Tiefenpilze, damit können wir recht wenig anfangen. Wird ein kleiner Teil der Ausdauer des Anwenders dahergestellt, dann nehmen wir die Tiefenpilze auch mal mit. Vielleicht gibt es irgendeine Verwendung dafür. Mühsalstiefel, Oberverzauberung, außergewöhnliche Amethyst, nehmen wir mit. Kardis des Schwindlers. Rüstung eines Staubfressers. Naja, gucken wir, was wir verkaufen können. Lederstiefel. Und das war's auch schon wieder. Müssen wir uns übrigens mal bei den Rezepturen umgucken, ob es irgendeine Rezeptur gibt für so eine Art Ausdauertrank oder sowas. Olesianischer Bogen. Rückhänder. Nun denn. Ach ja, Shale.
hier. Ich weiß. So bin ich eben. Genau so wird es geschehen. Hmm.